In der Bahnhofstraße wurde es heute Vormittag laut. Die Gewerkschaft Verdi hat zu einem Warnstreik aufgerufen. Mit Trillerpfeifen und Transparenten haben die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes auf sich aufmerksam gemacht. Sie sind mit ihrem Gehalt nicht einverstanden und fordern mehr Geld. Wir haben heute den kommunalen öffentlichen Dienst aufgerufen zum Warnstreik. Und die Kollegen sind halt immer noch stinkesauer, weil es nach der zweiten Verhandlungsrunde kein Angebot, keine Signale gibt, in welche Richtung es gehen könnte mit dem Tarifabschluss. Und da hoffen wir, dass wir da ein Signal senden. Wir können auch mehr, wenn die Kollegen da bei den Verhandlungen zu keinem Ergebnis kommen. 2,4 Millionen Menschen im öffentlichen Dienst sind von den Tarifverhandlungen betroffen. In Cottbus sind das unter anderem die Mitarbeiter der Stadtverwaltung, der Knappschaft Bahnsee, des Jobcenters und der Bundesagentur für Arbeit. Sie fordern eine Gehaltserhöhung von 6%, aber mindestens 200 Euro mehr im Monat. Außerdem soll die Ausbildungsvergütung um 100 Euro angehoben werden. Dirk Hönsch hat in Cottbus rund 450 Streikende gezählt. Vor der Kamera wollten sich allerdings nicht so viele äußern. 200 Euro mehr mindestens. Was war noch? 100 Euro mehr Ausbildungsvergütung, unbefristetes Arbeitsverhältnis für Auszubildende. Meine Forderungen sind tatsächlich die 6% aus ganz privaten Gründen, die für mich persönlich stehen. Wir haben ein Kind, was behindert ist, was nicht ausreichend finanziell abgesichert ist und schon deswegen. Viele Behördengänge dürften heute also ziemlich lang gedauert haben. Wenn sich die Parteien aber nicht spätestens in der nächsten Woche geeinigt haben, soll es laut Verdi nicht der letzte Streik gewesen sein.